So, wir werden uns jetzt mal angucken, wie man Zahlen über die Konsole eingeben kann. Dazu fangen wir ein neues Java-Projekt an. Das nennen wir mal Number Scan und dann einfach auf Fertig. In diesem Projekt legen wir dann eine neue Klasse an. Wir sollten zur Sicherheit ein Paket angeben, de BUW zum Beispiel. Und dann können wir die Klasse NumberScan nennen. Und was wir in dieser Klasse machen wollen, da brauchen wir wieder eine Main-Methode. Wir können also Main eingeben. Wir können natürlich auch alles reinschreiben, Public Static Void Main. Oder wenn wir eine Entwicklungsumgebung haben, wie hier Eclipse, dann können wir die Code-Vervollständigung benutzen. Das wäre Steuerung Leertaste und dann schlägt er uns vor, dass wir eine Main-Methode haben wollen. Das nehmen wir natürlich gerne an. Und dann haben wir unsere Main-Methode. Vielleicht formatieren wir das Ganze dann nochmal schön. Wir können das jetzt über die Steuerung Shift und F formatieren. Und dann wollen wir jetzt eine Eingabe durch den Benutzer haben. Also erstmal dem Benutzer sagen, bitte etwas eingeben. Es gibt wieder so einen Shortcut, sysout. Und wenn ich da eine Code-Vervollständigung drauf mache mit Steuerung Leertaste wieder, dann bietet er mir an, diese Ausgabe zu machen. Also schreiben wir dann hier ein String rein. Bitte hier Gehalt eingeben. Wir lesen also dann das Gehalt einer Person ein. Wie lesen wir das ein? Wo speichern wir das rein? Vielleicht ein Int Gehalt. So, und jetzt muss der Wert davon aber aus der Benutzereingabe kommen. Und um etwas aus der Benutzereingabe zu lesen, brauchen wir eine Klasse Scanner. Also holen wir uns einen Scanner. Scan nennen wir ihn mal. Können wir nennen, wie wir wollen. Und jetzt sehen wir aber, dass hier dieser Scanner nicht bekannt ist. Wir können aber, Eclipse schlägt uns direkt vor, dass wir den Scanner importieren können. Da können wir draufklicken, dann wird der Scanner automatisch importiert. Was wir auch machen können, ist, wir können hier oben reinschreiben, Import, so auch richtig schreiben, Import Java Util Scanner. Also Java Util ist das Paket, in dem die Klasse Scanner liegt. Und dann sagen wir, wir wollen den Scanner importieren. Und dann können wir ihn hier, die Klasse, können wir die hier verwenden. Dazu müssen wir noch ein bisschen paar Sachen einrichten. Wir können sagen, neuer Scanner. Und wir wollen den Scanner lesen von SystemIn. Das ist der Standard. Standardeingabe eines Systems, also immer wenn wir was von der Konsole eingeben, einlesen möchten, dann sollten wir dieses System.in verwenden. So, jetzt wird hier noch so ein bisschen gemeckert, das Gehalt ist nicht verwendet und Scan ist nicht verwendet. Was wir also machen können, ist, können es halt verwenden. Wir könnten jetzt bei dem Gehalt, schiebe das mal ein bisschen runter, dann können wir sagen, Gehalt gleich Scan.next int. Das würde jetzt den nächsten Integer, der eingegeben wird, durch den Benutzer einlesen und in Gehalt reinschreiben. So, und dann müssen wir noch irgendwas natürlich dort berechnen. Wir könnten dann Gehalt nach Steuer. Da würden wir dann vielleicht mal einen Double-Wert nehmen oder auch. Nehmen wir mal einen Double-Wert. Weil wir jetzt Gehalt nach Steuer berechnen wollen, als Gehalt mal, sagen wir mal, Steuern, 40% werden abgezogen, also bleiben noch 60% über. Also nehmen wir Gehalt mal 0,6, dann haben wir das Gehalt nach Steuern. Das müsste man natürlich noch ausgeben, dass der Benutzer auch weiß, was ihm bleibt. Also wieder Codevervollständigung. Wenn ich alles tippen wollen und Gehalt nach Steuern und dann geben wir Gehalt nach Steuer
aus. Dieses Plus, das verbindet normalerweise nur Zeichenketten, aber Java ist dann schlau genug, dieses Gehalt nach Steuer auch in eine Zeichenkette umzuwandeln. So, und dann können wir schon mal gucken, ob wir das Ganze ausführen können. Als Java-Programm wird ihr Gehalt eingeben. Da müssen wir hier unten in der Konsole erstmal anklicken, dass wir dort auch Sachen eingeben können. Ja, das funktioniert jetzt. Sagen wir mal 61. Und das wird nun eingelesen und Gehalt nach Steuern sind dann 36,6. Und jetzt sehen wir hier Terminated. Das Programm ist also beendet. Klar, nachdem es dann die Berechnung und Ausgabe gemacht hat, ist beendet. So, wenn wir jetzt aber unser Gehalt vielleicht auch, vielleicht kriegen wir nicht ganz Euro-Werte, sondern irgendwas, sagen wir mal 60,5. Führen wir das mal wieder aus, geben wir 60,5 an. Da gibt es dann ein Input Mismatch Exception. Wir erwarten hier ein Integer. Es kommt aber nicht wirklich ein Integer an, weil das hier nämlich kein Integer ist. Also müssten wir vielleicht das hier ändern, sodass wir sagen, naja, gib mir nicht den nächsten Integer, gib mir den nächsten Double. So, und jetzt ist dann hier wieder ein Type Mismatch, weil wir lesen jetzt ein Double ein. Hier kommt also ein Double zurück und der soll jetzt in ein Integer gepackt werden und das gibt Probleme. Also was wir machen ist, wir ändern das Gehalt auch in den Datentyp Double. So, und dann können wir mal ausprobieren, was passiert. Wenn wir das jetzt wieder laufen lassen, Gehalt eingeben, 60,5 und dann haben wir Gehalt nach Steuern 36,3. Wenn jetzt die Sprache auf dem System, also auf diesem System ist die Sprache auf Englisch eingestellt, wenn jetzt die Sprache auf dem System auf Deutsch eingestellt wäre, dann hätten wir, wenn wir es dann laufen lassen, hätten wir als Eingabe hier nicht den Punkt, sondern ein Komma verwenden müssen. Also dann hätten wir zum Beispiel 50,5 schreiben müssen. Weil das System jetzt aber auf Englisch eingestellt ist, die Systemsprache ist Englisch, darum sagt er, es gibt ein Input Mismatch Exception, weil auf Englisch eben dieses Komma nicht für ein Double erkannt werden kann. Bei deutschen Versionen des Betriebssystems müsste man dann aber unter Umständen hier ein Komma anstelle eines Punktes verwenden. Das sieht man dann eben, wenn so eine Input Mismatch Exception kommt, dann kann man ausprobieren, vielleicht den Punkt mal durch ein Komma auszutauschen, je nach Sprache, die eingestellt ist im Betriebssystem. So.